Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dishonored, The Great Moor Witches. Wir erkunden heute einen neuen Teil der Stadt, der von interessanten Bandenkriegen gesäumt ist, wie es scheint. Und hier laufen gerade ziemlich viele Leute rum. Und wie es aussieht, haben wir wieder unser normales Outfit und unser normales Messer. Ich vermisse ja jetzt schon das Messer der Aufseher, weil das hat ja irgendwie Style. Ich bin gar nicht hier. Move, 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 move. Sind hier Ratten? Sieht nicht so aus. Zugegeben, ich stand schon ziemlich nah an ihm dran, aber es war für mich dunkel genug. Die Hutmacher. Einen von den beiden würde ich gerne loswerden, glaube ich, oder? Ich glaube, der Blick ins Nichts, der kostet kein Mana, oder? Doch, leider ja. Also wir haben da eine Rune, wir haben da ein Knochenartefakt und das war's erstmal. Wir müssen mal nach Wasser hin ausschalten, weil da kriegen wir ja auch Mana durch unser Knochenartefakt. Dann können wir uns ein bisschen die Tränke sparen. Ich glaube, da mal aufs Haus klettern wäre nicht schlecht. Muss wachsam bleiben. Hä? Da ist sicher jemand. Aufgepasst! Hier schleicht noch einer rum. Gut, wenn du mir so entgegenkommst, dann nehme ich dich gerne meine Arme. Da ist noch jemand da. Okay, das funktioniert nicht und ich höre Ratten. Das gefällt mir nicht. Ich muss erstmal weiter. Sieht ein bisschen aus wie so ein Einkaufszentrum hier. Huh! Nee, das läuft nicht. Aua, aua. Ohne meinen Teleport komme ich da nicht so einfach hoch mit einer. Dem Typen in der Hand. Packen wir ihn hier hin. Auf die Teppiche. Da sollten die Ratten nicht so rankommen. Nein, nicht auf den Boden. Auf die Teppiche, habe ich gesagt. So. Der erinnert mich so ein bisschen an eine schmale Version von Lethal von Witcher 2. Nachdem er das Fitnesscenter lange nicht mehr besucht hat. So, ich überlege, ob ich das Artefakt zwischendurch mal ablege, aber wir können ja mal probieren, damit zu spielen. Und ein bisschen sparsamer mit den Kräften umzugehen, das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Wenn ich nicht gerade irgendwo festhänge. Nee, ich komme da nicht hoch. Da merkt man, wie eingeschränkt man doch ist, wenn man sich nicht einfach hoch teleportiert.
Wir können ja erstmal alles so erkunden, was so ohne Teleport geht hier. Es ist so ruhig. Fast wie früher. Jerome in der Wohnung da oben. Der betrügt einen doch. Nun gib mir welche. Damit ich dumm dastehe, wenn die toten Aale kommen? Nein, danke. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Stolz der Hutmann. Ich bin echt gerührt. Jerome ist ein ehemaliger Kaufmann aus den besseren Tagen von Draper's Ward, der inzwischen in seiner Wohnung über dem Millinery Canal einen Schwarzmarkthandel betreibt und dort schwer zu findende Ware anbietet. Der Blitzpfeiler da unten ist auch ein bisschen gefährlich. Ich glaube, solange wir hier oben bleiben, kriegt er uns nicht, aber... Oh, nee, ich glaube, da unten komme ich nicht lang, ohne mich zu teleportieren. Das ist viel zu gefährlich hier. Der Blitzpfeiler merkt auch schon, dass wir in der Nähe sind. Das doch zum Rauchen oder Essen? Ja, nee, ohne Teleportation wird das hier schwierig. Wir haben 4 Mana-Elixiere. Oh. Ich habe gerade überlegt, sie bewusstlos zu würgen. Aber das hat sich erledigt. Die Ratten haben hier auf jeden Fall ein Festmahl gerade. Warte mal, war da gerade irgendwas? Irgendwas zum Aufheben? Bolzen. Na seht ihr, konnten wir doch mal hochklettern hier. Schickt uns Essen, keine Kugeln. Ah, seht ihr, jetzt sind wir oben. Sehr schön. Und wir können immer mal checken, ob da irgendwo was liegt. Mit unserer neuen Fähigkeit, aber das sieht nicht so aus. Wieder ein richtig schöner Sonnenuntergang hier. Aber hier direkt auf dem Dach scheint nicht zu liegen. Noch ein verderbtes Knochenartefakt. Vage Gestalt. Vorteil: gegnerische Fernangriffe können mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlen. Nachteil: Gegner können dich besser sehen. Yep, das werden wir niemals benutzen. Das ist wirklich reines Kampfartefakt. Und hier ist der Kanal von dem Fluss. Oder lässt eure Mami euch nicht? Ihr lasst euch jetzt von Trimble rumkommandieren, oder? Ein Pfleger. Ihr hängt an seinen Zitzen. Hutmacher! Jetzt und für immer! Ich schlitz euch auf wie die Wale im Schlachthaus. Hört ihr? Vermischt ihr
hier was, kleine Aale? Ich hab hier was für euch. Könnt aber ein bisschen heiß werden. Treibt sie zurück in den Fluss! Draper's Wort gehört jetzt uns. Na los, holen wir uns diesen Kerl! Immer diese unnötige Gewalt. Aber gut, die Ratten freuen sich. Was ist denn gerade eigentlich unser Hauptziel? Schalte Edgar Wakefield aus, den Verräter der toten Aale. Begib dich zum Flussufer von Draper's Ward. Ach, das ist das, wo das Boot anliegt von der Lizzie, die Delilah. Es ist ungewohnt, wenn ich mich nicht ständig am Teleportieren bin. Es fühlt sich ganz anders an. Aber es ist mal was anderes. Ah, aua. Ich glaube, ich wurde fast gesehen. Die haben mal wieder Adleraugen alle hier. Ah, ja, da hinten. Das ist natürlich schlecht, wenn ich hier im Rumturnen bin. Liegt da was auf der Laterne? King Sparrow Federn, okay. Das hat ja schon Fanmissionen-Ansätze, wenn man Loot so versteckt. Ich glaube, weiter geht's hier nicht. Das heißt, wir müssen gefährlich zurückspringen. Wohin bist du verschwunden? Hat er mich gesehen oder nicht? Gleich schlitze ich dich auf. Ich weiß, dass du hier bist. Nee, eigentlich glaube ich das nicht. Aber ja. Verzichten wir erstmal auf Statuenhaft. Ich brauche meine Kräfte, sonst fühle ich mich hier gerade nicht so wohl. Genießen wir wieder unseren Teleport. Und schauen uns hier unten noch mal ein bisschen um. Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde ihn! So, ich weiß, glaube ich, dass man da bei den Hutmachern noch einen brechen konnte. Oder brauchte man da ein Passwort oder sowas? Ich sehe doch schon so ein rotes Schild da. Ein Passwortsystem. Die Hutmacher sind richtig organisiert. Das Passwort. Ich hab's vergessen. Netter Versuch, Flussratte. Hau ab. Die Hutmacher haben ein geheimes Passwort, um die Nähfabrik, ihr Hauptquartier, betreten zu können. Die Nähfabrik. Das ist schon lustig. Hier oben war ja nichts mehr, ne? Die Ratten haben sich noch ein bisschen was für den Nachtisch aufgehoben. Irgendwer hat hier die ganzen Abfalleimer umgekippt. Draper's.
Da hat gerade irgendwie eine Tür geschlossen da hinten. Hier scheint sonst aber auch nichts zu sein, ne? Nee, das ist echt nur das Hutmacher-Hauptquartier. Schade, dass man nicht in mehr Läden einbrechen kann. Benachrichtigung über Geschäftsaufgabe. Sehr geehrte, treue Kunden. Ich habe alles getan, um Sie weiterhin zu versorgen. Auch nachdem alle anständigen Bürger Draper's Ward verlassen haben. Aber nun kann ich hier nicht länger meinen Lebensunterhalt bestreiten und die Zusammenarbeit mit Ihnen wird mich am Ende nur das Leben kosten. Allen, die mir kein Unrecht getan haben, empfehle ich, in Zukunft mit Jerome Geschäfte zu machen. Sie finden ihn nur einen Steinwurf entfernt in einer Wohnung im ersten Stock neben dem Millinery Canal. Seine Preise werden sicherlich steigen, wenn ich nicht mehr da bin, aber er scheint in Ordnung zu sein. Allen, die mich belästigt, bestohlen und mich von zu Hause vertrieben haben, wünsche ich, dass sie eines Tages mit dem Pistolenlauf der Stadtwache im Mund aufwachen. Ihr werdet alle ein grausames und unglückliches Leben finden. Auf Wiedersehen, Mr. Mitchell. Mitchells Markt. Ganz ruhig, ihr lieben Ratten. Ich tue euch auch nichts. Schleichen wir durch die Vorgärten. Hier scheint es gerade ein bisschen ruhiger zu sein in der Ecke. Bis die Hutmacher da unten rumstehen. Boah, der sieht mich doch gleich, der eine, oder? Vielleicht nicht, wenn ich hier vorsichtig lang schleiche. Bringen wir es zu Ende. Ich kann nicht. Irgendwas stimmt nicht. Als würde ich von innen verbrennen. Töte mich ruhig, wenn du willst. Toter Aal. Ich dachte, ich wäre tot. Die glauben mir nie, wer mich gerettet hat. Wenn du mich töten willst, mach es schnell oder verschwinde. Nee, aber ich dachte, du erweist mir ein bisschen Dankbarkeit mit irgendwas. Hier oben ist ein guter Platz für dich. Na, hast du noch was zu sagen? Nicht wirklich. Ich dachte, der verrät uns ein Passwort oder sowas. Jeromes Schwarzmarkthandel. Oh, Waschbecken. Oh, danke. Kann ich das einfach eigentlich mehrfach benutzen? Oh mein Gott, ja, das geht. Okay, das Knochenartefakt ist Gold wert. Ist das da Jerome? Hi. Wie geht's? Willkommen beim Gebrauchtwarenmarkt in Draper's Ward, auch von vielen Schwarzmarkt genannt. Sie sind dort, richtig? Ich kenne Ihr Gesicht von den Plakaten. Ich schweige natürlich wie ein Grab, versprochen. Es wäre mir eine Ehre, Sie als Kunden zu wissen. Was bieten Sie an? Das Beste aus Draper's Ward. Schauen Sie mal. Wenn ich Geld dafür hätte.
Es gibt endlich Minen, die nicht Leute töten. Narkominen. Auch relativ günstig. 50. Platziere diese Mine an fast jedem Ort. Wird sie ausgelöst, verursacht sie einen elektrischen Impuls, der das Ziel bewusstlos macht und es nicht in 1000 Stücke zerfetzt. Ja. Und er verkauft ein Knochenartefakt. Leute, das müssen wir kaufen. Dann habe ich zwar wieder kein Geld mehr. Ochsenrauschblüte. Wo brauchen wir die denn? Okay, behalten wir unser Geld erstmal. Vielleicht brauchen wir das noch. Aber das Knochenartefakt hier, dafür muss ich nochmal wiederkommen. Obwohl 50 sollten wir eigentlich finden, ne? Aber ich weiß nicht, wofür man diese Blüte braucht. Ich will jetzt wissen, was das für ein Knochenartefakt ist. Starke Truppe. Herbeigerufene Assassinen verursachen mehr Schaden. Ja, die habe ich ja bisher auch noch nie benutzt. Oh, der gute Mann hat einen Safe hier. Wofür ich aber einen Schlüssel brauche. Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Das ist eine gute Frage, Jerome. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Jeromes Suche nach Ochsenrausch. Hallo Griff, ich hoffe die Geschäfte laufen gut. Falls du Interesse hast, möchte ich dir einen kleinen Handel vorschlagen. Der Kanal hier in Draper's Ward ist schon seit längerer Zeit ausgetrocknet, sodass der beliebte Ochsenrausch im Matsch blüht. Die Schläger, die dieses Gebiet patrouillieren, wissen nicht, wie besonders diese Blüte ist und machen mir bei der Ernte keinerlei Konkurrenz. Aber die Alchemisten und Naturphilosophen, welche die Blüten verwenden, kommen nicht länger in unseren Bezirk. Deshalb würde ich dir gerne einige Ochsenrauschblüten zum Verkauf schicken. Natürlich gegen Kommission und ich kann dafür behilflich sein, in das Munitionsgeschäft in Draper's Ward einzusteigen. Zwischen den Banden tobt ein offener Krieg, deshalb ist die Nachfrage sehr groß. Lass mich deine Entscheidung wissen, Jerome. Die seltene Ochsenrauschblüte ist wegen ihrer medizinischen und alchemistischen Eigenschaften sehr beliebt. Vielleicht ist das ja so eine Art Trank, der Mana und Gesundheit auffüllt. Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Uns geht das Geschäft flöten. Klar, wir müssen tun, was nötig ist. Aber Wakefield... Lizzy hat sich an jede Abmachung gehalten. Sie war ehrlich. Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Genau. Wer will nach letzter Nacht noch was kaufen? Gut, die beiden auszuschalten wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Oder eine ist da. Nee, das dachte ich mir schon, dass das nicht so einfach ist. Ich müsste die von irgendwo im Blick haben können. Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Bleiben die ganze Zeit da stehen? Ist die Frage, ne? Ja, jetzt guckt er in meine Richtung. Ich schwöre dir, sobald die dich angucken, visieren die dich an und egal wo du hingehst, die sehen dich trotzdem noch. Beobachten wir die Lage mal ein bisschen. Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Und machen mal einen Hardsave zwischendurch, falls ich mich mal auf Quicksave. Das wird sicherlich passieren. Ich vermute mal, wenn er rübergeht, kann ich seinen Kumpan snacken. Oder jetzt. Weil die beiden haben ganz schön Posten hier oben. Die sehen ja alles, was unten vor sich geht. Nee, nee.
Aber das mit den Wasserhähnen, ne? Und jetzt weiß ich auch, dass da ein Wasserhahn ist. Da können wir theoretisch immer unser Mana auffüllen. Die Geschichte von Draper's Ward, das lesen wir beim nächsten Mal mal. Weil hier liegt nämlich noch ein Dokument. Beschwerden einer Wache der toten Aale. Dieser Posten ist schrecklich. Ich habe mir beim Hochklettern fast das Genick gebrochen. Und den ganzen Tag über haben mich die Hutmacher als Zielscheibe benutzt, wie auf dem Jahrmarkt. Heute Morgen habe ich eine Frau auf dem Glasdach auf der anderen Seite des Kanals beobachtet. Das macht mir Sorgen. Ich glaube, sie hat mich direkt angeblickt. Wie ist sie dort hochgekommen? Stellen die Hutmacher seit neuestem auch Frauen ein? Wie auch immer, sie hat dort oben etwas zurückgelassen. Von hier aus kann ich es nicht erkennen, aber wenn es dunkel wird, klettere ich dort drüben mal hoch und sehe nach. Muss mich aber vor den Blitzpfeiler in Acht nehmen, den sie dort unten aufgestellt haben. Wenn sie über so eine Ausrüstung verfügen, sind wir ihnen hoffnungslos unterlegen. Ich wünschte, Lizzie wäre wieder da. Sie würde uns aus diesem Schlamassel ziehen. Ja, hier hochklettern stelle ich mir auch schwierig vor. Ich glaube, wir müssen da unten durch den Kanal laufen, jetzt wo der ausgetrocknet ist. Das ist echt pures Chaos hier, ne? Aber gut, das bedeutet weniger Wachen, die uns sehen können. Die sehen auch aus wie Dumm und Dümmer, ey. Wow, ich bin beinahe noch durch mein Momentum weggerutscht, ey. Wer ist der denn? Wer sind Sie? Gehören Sie zu ihr? Zu ihr? Delilah, gehören Sie zu ihr? Nein, bestimmt nicht. Sie tragen keine Rosen. Was weißt du über Delilah? Ich war früher Schneider für die Caldwins. Ich habe sie bewundert. Besonders die junge, kluge Emily. Sie war so entzückend. Haben Sie die Kaiserin je getroffen? Sie war etwas Besonderes. Und ich hatte die Ehre, sie zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Ich hatte eine Haarlocke von der kleinen Emily. Ein Andenken der Familie, nachdem meine Hände zu steif und ich zu alt und unbeholfen für die Schneiderei war. Sie bedeutete mir so viel. Und Delilah? Sie besuchte mich hier. Was für eine große Überraschung, sie erwachsen zu sehen. So ernsthaft. Wussten Sie, dass sie Jessamines Spielkameradin war? Vor ihrer Zeit als Kaiserin, als sie beide klein waren. Zuerst glaubte ich an einen Besuch in Freundschaft, aber dann wurde es beängstigend. Was ist passiert? Sie ließ Dinge aus den Schatten auftauchen. Sie waren lang und griffen nach mir. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Ich klinge verrückt, oder? Vielleicht bin ich's. Sie hat mich erst ausgefragt und dann in eine Ecke gesetzt, wie ein Altkleidersack. Ich konnte mich 3 Nächte lang nicht bewegen, während sie diese grausigen Zeichen an die Wand gemalt hat. Dann hat sie meinen einzigen Schatz mitgenommen. Die Locke meiner kleinen, süßen Emily. Ach, Emily, wo bist du? Verflucht sei dieser Corvo. Und verflucht sei Delilah. Ja, hier ist so einiges ein bisschen creepy in dieser Bude. Ich verstehe ja, dass man sich ein Andenken mitnimmt, aber warum muss es eine Haarlocke des kleinen Palastmädchens sein? Ach, darüber kann man jetzt spekulieren. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Walöl. Fisch. Schwarze Krabbe. Die Flusskrusten, oder wie die auf Deutsch hießen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Diese Muscheln, die immer auf uns geschossen haben. Ja, du bist mir nicht ganz geheuer, Mr. Palastschneider. Eine Nachricht von Lady Boyle. Teuerster Freund, für meinen Kostümball benötige ich 3 geschneiderte Kleider, die genau gleich aussehen, aber unterschiedliche Farben haben.
Wir werden mit unseren Gästen ein Spiel veranstalten. Verstehen Sie? Es betrübt mich sehr zu erfahren, dass die Gesundheit Ihrer Hände nachgelassen hat. Denn Sie sind für das Schneidern dieser Kostüme meine erste Wahl. Bei der Feier werde ich Ihre gesundheitlichen Probleme meinem Arzt schildern. Vielleicht kann er etwas für Sie tun. Leben Sie wohl, Waverly Boyle. Ja, das war der Kostümball, auf dem wir mit Corvo waren. Oder in dieser Zeit noch sein werden. Sehr interessante Zeichen, die sie dahin gekritzelt hat. Die Rune nehme ich mal mit, die brauchst du ja nicht. 1 von 7 Runen gefunden. Ho. Das heißt, da erwartet uns noch einiges. Und da hinten ist auch noch einer. Ich lasse dich mal wieder alleine, ne? Mit deiner Trauer über die verlorene Locke. Ich weiß immer noch nicht das Passwort von den toten Aalen. Von den Hutmachern, meine ich. Will wohl einer was aufs Maul? Halt die Augen auf. Wir haben Besuch. Zum Flussufer. Okay, hier geht's weiter in das nächste Gebiet. Vielleicht einer der Wege dahin. Oh, da steht jemand. Komm mal mit, mein Freund. Ich habe da einen schönen Ort, wo du auch liegen kannst. Da kannst du die Distanz eurer Rivalität überbrücken, wenn ihr beide aufwacht. In dem Kanal, da will ich mich auf jeden Fall noch umsehen. Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Ich glaube, da gab es auf jeden Fall noch eine Rune. Und ich will irgendwie noch bei den Hutmachern reinkommen. Da gibt es doch bestimmt auch was Cooles. Keine Zeit zum Saufen. Hier schleicht jemand rum. Halte ich für ein Gerücht. Aber warte mal, wir dürfen ja gerade Mana benutzen. Hier schleicht noch einer rum. Das war leider nur was zu essen. Den Rest visiert er gerade nicht an. Volles Pfund aufs Maul. Also hier sind ganz schön viele toten Aale unterwegs. Lizzie hat sich an jede Abmachung gehalten. Sie war immer ehrlich. Genau. Wer will nach letzter Nacht noch etwas von uns kaufen? Was ist denn letzte Nacht passiert, ey? Da muss ja voll was abgegangen sein. Naja, auf jeden Fall war das gerade sehr interessant bei dem Schneider, was wir da erfahren haben. Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Delilah war offenbar als Kind schon im Palast der Caldwins unterwegs. Und hat dann irgendwann diese wahrscheinlich Outsider-Kräfte bekommen, diese Schattenkräfte. Und was ist eigentlich mit dir? Hätte ich das Gespräch vielleicht ablaufen lassen sollen? Hätte dann was erfahren? Verdammt. Gesund. Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Naja, ich werde den Part an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal beenden, denke ich. All diese Ratten kriechen überall herum. Hallo. Kannst du mal Platz machen?
Warum bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken. Gluck, gluck. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wärme mich noch ein bisschen an diesem warmen Ofen. Und dann schauen wir mal, was hier in Draper's Ward noch so abgeht. Und wie wir unseren Weg zu dem Schiff machen. Und der Zielperson. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Chris.